Herzlich willkommen bei Reisemobile Dülm. Mein Name ist Eugen Bolthoff. Ja, und wie ihr seht, zeige ich euch heute das nächste Fahrzeug aus unserer Produktpalette. Hinter mir steht der Hobby T70e als Modelljahrgang 2022. Ja, gehen wir einmal kurz aufs Modell ein. Hobby Optima on Tour T70e. Wofür steht das T70e? T steht hier für teilintegriert, die 70 für 7 Meter 43 Baulänge und das E für Einzelbetten. Das ist der beliebte Grundriss mit den Einzelbetten und dem großen Raumbad hinten im Achtern, also wirklich mit dem großen Badezimmer. Aber schauen wir uns eh gleich nochmal von innen an. Wir bleiben erstmal außen. Ja, Hobby T70e. Serienmäßig mit einem lackierten Stoßfänger, eine gesunde Grundausstattung wie die Kombi 6 Heizung von Truma, das neue Hobby Bedienpanel und jetzt ab 22 serienmäßig das Hobby Connect System via Bluetooth ist heute Serie bei jedem 22er Hobby. Ja, gehen wir einmal rum, Patrick, und schauen uns das Ganze doch mal an, oder? Genau. Das ist ein Ausstellerfahrzeug bei uns hier für den Betrieb, deshalb auch mit ein bisschen Sonderausstattung versehen, wie die Rahmenfenster. In der Serie sind die Vorhängefenster dabei. Die sind aufpreispflichtig, aber wie gesagt, das nur mal dabei. Ja, was haben wir? Typischerweise unseren CE-Anschluss zum Laden am Bordnetz, sprich am Landstrom, 230 Volt. Sprich Campingplatz, Stellplatz, zu Hause, bei Gästen oder bei Freunden. Frischwassertank, wir haben hier den üblichen 100 Liter Frischwassertank und darunter haben wir einmal den Abwassertank. Hier in der Serie auch beheizt und isoliert, das heißt, das Fahrzeug kann man auch im Winter mit nutzen. Dann immer das coolste Gimmick ever, ich glaube, das stelle ich jedes Mal vor, ist einmal unsere Schwerlast-Schienensystem für die Gasflaschen. Hier favorisiere ich immer, eine Dual Control mitzubestellen. Ist hier jetzt nicht mit dabei, bieten wir aber in unserer hauseigenen Werkstatt als Sonderoption an. Vorteil ist, ich brauche die schweren 11 Kilo Gasflaschen nicht mehr. Kannst mal gleich da hinten da rein filmen, Patrick. Schaut euch mal an, welche Bautiefe das hat. Und da mit einem langen Arm eine Flasche reinstellen, naja, kann man machen, aber ne, ist halt nicht ganz so schön. Genau, vorhin schon erwähnt, serienmäßig die Truma Kombi 6. Optional kann man sie auch 6E als 6E bestellen. 6E heißt, es ist eine Hybridheizung, dann jeweils mit zwei Elektroheizstäben a 900 Watt. Wir haben jetzt hier aber nur die normale Kombi 6 drin, sprich 6000 Watt Heizleistung. Genau, hier beginnt das Badezimmer, deshalb haben wir hier unsere bewährte Tedford Toilettenkassette. Die kennt ihr aber, glaube ich, alle schon, da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht näher drauf eingehen. Und da wir einen Einzelbettwagen haben, links, rechts mit Einzelbetten, haben wir auch zwei Heckgaragen. Einzelbetten, eins ist 2 Meter, das andere ist 1,96. Also die sind auch wirklich von der Länge her wirklich super. Ja, und die Garagen bieten Platz für Tisch, Stuhl, Grill, was man so gerne beim Campen dabei hat. Die neuen Verschlüsse vom Hobby finde ich halt auch klasse. Nicht mehr diese Lipsenverschlüsse, sondern wirklich hier auf den ersten Blick zu sehen, Klappe zu oder Klappe auf. Ja, dann immer wieder, wie ich es in all meinen Videos wahrscheinlich schon gesagt habe, die große Stoßstangeneinheit von Hobby finde ich sehr gelungen mit dem angedeuteten Diffusor oben mit dem On-Tour-Schriftzug, dritte Bremsleuchte. Ich finde es einfach schön und deshalb kommt gerne vorbei, überzeugt euch selber. So, genau. Markise optional, bei unseren Ausstellern bestellen wir sie immer mit und auch bei allen unseren Lagerfahrzeugen. Das heißt, wir denken immer so ein bisschen, was braucht der Kunde und was kostet es den Kunden. Und ich muss ganz offen sagen, die Preise, die Hobby für eine Tule Omnistore-Markise aufruft, da kommen wir nicht dran, deshalb bestellen wir sie immer ab Werk mit. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich sage, das macht einfach ab Werk mehr Sinn. Es gibt Sachen, die können wir dann besser hier nachrüsten, weil nicht jeder Kunde will alles haben, aber eine Markise, denke ich, gehört irgendwo mit zum Standardprogramm. Dann haben wir einmal die zweite Heckgarage. Da kannst du auch gerne einmal reinfilmen, Patrick, da zeigt das mal den Leuten. Mit Beleuchtung hier auf der Markisenseite. Zusätzlich haben wir hier nochmal Steckdosenpaket mitbestellt, sprich 230 Volt, 12 Volt sind auch nochmal hier in der Heckgarage verkabelt. Falls man mal eine Kühlbox mitnehmen will oder mal die Akkus der E-Bikes laden will, das kann man alles super hier drin machen. So, ja. Absorbergitter von unserem, beziehungsweise Gitter von unserem Absorberkühlschrank, so rum. Da brauchen wir, glaube ich, nicht ganz so viel dazu zu erzählen. Und dann ist wichtig, wir haben hier die extra breite Tür. Sonderausstattung ist hier nur die Scheibe und die Doppelverriegelung. Die extra breite Tür ist bei Hobby Grundausstattung. Das heißt, das Türmaß ist immer gegeben. Das heißt, da kann man wirklich super rein und raus.
Und wie gesagt, nur als Sonderausstattung hier die Doppelverriegelung und die Talscheibe. Sonst ist die Tür immer serienmäßig. Ja, so viel zu außen. Ich finde es ein sehr gelungenes Fahrzeug. Hier, wie wir schon, glaube ich, im Deluxe-Video gezeigt haben, wir haben bei Hobby mittlerweile eine einheitliche Designsprache, was den Außenerscheinungs betrifft, sprich den Dekorsatz. Der Deluxe unterscheidet sich natürlich dann noch ein bisschen vom Bug, weil der hat den etwas aufwendigen Bug, aber das Seitendekor ist bei allen Hobbyfahrzeugen identisch, sei es in On-Tour Edition, wie er rechts steht, kannst du mal rüberschwenken, Patrick, ganz kurz. Sei es der Deluxe, den findet ihr bei uns auf YouTube, den haben wir auch vorgestellt, oder halt der normale On-Tour. Ja. So, herzlich willkommen. Ja, wir sind immer noch im Hobby Optima On-Tour T70E. 7,43 Meter Einzelbetten hinter Patrick, da schwenken wir gleich rüber. Ich sitze hier im Dinette-Bereich auf dem Beifahrersitz. Fahrersitz beide drehbar mit, als Pilotensitze mit Armlehnen. Tischplatte wie immer erweiterbar. Und hier ist das Schöne, aufgrund der Baulänge haben wir hier noch eine schöne Seitenbank. Das heißt, hier hat man wirklich Platz, wo man sich überall bequem hinsetzen kann. Und es ist auch wirklich super bequem. Ja, Patrick zeigt euch das Ganze mal gleich in der Roomtour, würde ich sagen. Ja, zu Dinette bietet viel Platz, Tisch ist verstellbar, optional hier natürlich auch bestellbar als dritte Schlafoption, sprich Tisch absenken, Zusatzpolster, dann habe ich hier eine komplette Liegefläche auf Breite der ganzen Sitzbank. Direkt hinter der Dinette haben wir unsere L-Küche, hier der bekannte Hobby, 3-Flammen-Gaskocher, Edelstahl-Waschbecken, das Ganze hier einmal mit dem Schrank. Der Rest ist uns unten mit 3 Schubladen gegliedert, mit Softclose. Oben der altbekannte Rollopanzer mit der Abdeckung und die tiefen, schönen, großen Schränke. Da passt wirklich, denke ich mal, alles rein, was das Camperherz begehrt. Ja, und hinter mir haben wir dann einmal unseren heißgeliebten Dometic-Kühlschrank. Hier natürlich wieder der mit dem Doppelanschlag. Als Absorberkühlschrank, sprich läuft mit 12 Volt, 230 Volt und Gas, wobei da favorisiert wird, immer mit Gas oder 230 Volt zu kühlen. Die 12 Volt sind ein reiner Haltungszustand. Ja, und gehen wir weiter durch, das hört hier gar nicht mehr aufgefühlt. Ja, links, rechts die Einzelbetten, schöne Sitzhöhe. Die Einzelbetten kann man an sich auch noch hochklappen, da haben wir nochmal ein Zusatzstaufach und im linken Bett seht ihr auch schon einmal die Truma-Heizung, den FI-Schutzschalter mit den Sicherungsautomaten und natürlich unseren Frostwächter. Das Ganze ist über ein Scharnier mit einem Dämpfer gefedert, das heißt, ich kann es auch super bequem wieder zumachen. Und dann kommt das eigentliche Highlight in diesem Fahrzeug, ist nämlich noch hinter dieser Tür. Hier haben wir ein vollwertiges Badezimmer. Große Dusche, Waschbecken, Toilette und, was viele gar nicht wissen, dahinter verbirgt sich nochmal ein schöner, großer Kleiderschrank. Den zeigt euch Patrick gleich im Detail. Der Kleiderschrank, schade, da ist Aussteller, ist auch mit Beleuchtung, ist bloß noch kein, nicht angeschlossen. Ja, Patrick geht einmal rum, zeigt es euch einmal und ich würde sagen, wir treffen uns gleich draußen, dann zeige ich euch nochmal ein paar Fakten zu dem Fahrzeug und dann, ja, bis gleich. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen haben solltet zum Fahrzeug oder halt zu Sonderanbauten, zur Technik, egal zu was oder auch konstruktive Kritik zum Video, was wir verbessern können, was euch gefällt, schreibt es uns gerne, kommentiert es gerne, teilt es, liked es, wie auch immer. Ja, zurück zum Fahrzeug, Hobby Optima T70E, hatte ich vorhin schon gesagt, 7,43 Meter lang, 2,32 Meter breit und 2,70 müsste er hoch sein, das müsste ich nachschauen, gehen Sie mal von 2,70 aus. Genau, hinten Einzelbetten mit 2 Meter und 1,96 Liegefläche. Das ganze Fahrzeug gibt es in der Basis ab 59.790 Euro. Das Fahrzeug, wie es hier steht, hat einen Bruttolistenpreis von 66.730 Euro. Und wie gesagt, wir bieten individuelle Lösungen an. Das heißt, wenn ihr euch für so ein Fahrzeug interessiert und ihr sagt, ihr möchtet noch ein schönes Navi haben mit einem großen Display, eine Doppelaugenrückfahrkamera oder eine Shutterkamera, Solar etc., das bieten wir alles individuell nach Kundenwunsch an. Ihr seid herzlich eingeladen, bei uns vorbeizukommen, euch beraten zu lassen, euch ein individuelles Angebot erstellen zu lassen. Ja, und den Rest machen wir im Verkauf und stehen euch halt mit Rat und Tat zur Seite. Besucht uns gerne. Ja, wir freuen uns hier bei Reisenbildung auf euch und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!